Also, anscheinend ist unser früherer Wirtschafts-, unsere früheren Wirtschafts-, Wirtschaftler der Grund, was auch immer passiert mit unserer Masturbation. Und wir haben nun einen, jemanden da von der Columbia-Universität, der. Und ihr könnt uns jetzt sagen, wie, oder er kann uns sagen, wie Facebook und anderes digitales Zeug um uns herum, es wird genau diese Aspekte eine neue Ära einleiten werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist. Aber hey, gebt uns einen warmen Applaus. Hi. It seems like there is a Puritan conspiracy in Silicon Valley. No, really. Es scheint so, als sei irgendeine in Silicon Valley eine große Verschwörung ist. Es scheint fast, als sei die iCloud dafür entwendet worden, Menschen zu bestrafen, um all die Ehepartner, die etwas verbrochen haben, zu bestrafen. Und das ist das, was meinem Freund Matt passiert ist. Und Matt hat ein iPad für seinen sieben Jahre alten Sohn gekauft. Und dann kann das Kind all seine Apps, die es möchte, downloaden. Und am nächsten Morgen geht das Kind in das Wohnzimmer und hat sein iPad in der Hand und sagte, Dad, Papa, wer ist Jessica? Und bevor Matt das iPad genommen konnte, hat das seine Frau schon getan. Und dann konnte sie alle seine Nachrichten an Jessica sitzen. Und all das sind eigentlich nur Nachrichten, die nur auf seinem Telefon sind. Aber hey, durch die Cloud war die nun auf dem iPad. Und naja, er ist jetzt nicht mehr der normale Ehepartner. Es hat mich für eine ganze Weile beschäftigt, denn es zeigt digitale Überwachung aus einer Perspektive, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. I mean, I knew that surveillance, especially digital surveillance, had normalizing effects on people. Ich weiß, dass Überwachung immer weiter normalisiert wird in unserer Gesellschaft. Aber kann es vielleicht sein, dass es zu einer anderen Moralisierung führt, dass Facebook, Google und die NSA eine Macht gewinnen, die ähnlich zu der Macht von katholischen Priester ist, eine Power darüber, die uns zwingt, alle unsere Beichten öffentlich zu machen. Really banal, if I reminded you that digital surveillance invades your privacy. Natürlich könnte ich euch in diesem Raum erzählen, dass Überwachung schlecht ist, aber that a human being can do. Human being mean men, women and children. Nun, wenn wir uns den Mensch angucken, dann beschreibt das natürlich Männer, Frauen, Kinder. Und gestern hat mir jemand erzählt, dass Beten so eines der intimitätsten Dinge ist. Und wenn du nun, aber das ist nicht so wirklich das Konzept, denn wenn ich den Raum betrete und du am Beten bist, dann trete ich quasi, dann kannst du trotzdem weiter beten. Aber dementsprechend ist die meiste Intimität, die größte Intimität, die jemand haben kann, ist nun mal Masturbation. Und Masturbation hat eine Geschichte, die uns viel über Überwachung erzählt. Der Punkt, den ich euch heute teilen möchte, ist, dass digitale Überwachung ähnliche Effekte
wie das Verhalten gegen oder die das Verhalten gegenüber Masturbation hatte im 18. Jahrhundert. Das Erste, was die beiden gemeinsam haben, ist, dass sie absolut ineffektiv sind. So, warum war niemand vor dem 18. Jahrhundert hat sich über Masturbation beschwert oder sich damit beschäftigt, nicht mal die Priester. Es wurde zwar gesagt, dass das ist etwas, was man umgehen sollte, aber dann gab es diese Publikation von einem britischen Doktor, und das sagt Onania. Und das hat dazu geführt, dass Masturbation in ganz Europa Masturbation als gefährlich deklariert wurde. Und von einem Tag auf den anderen hat sich alles verändert. Aber was wichtig aus diesem Paper ist, es hat nur ein einziges Formular gebraucht, um das alles zu verändern. Und das sagt, dass Menschen, die masturbieren, ständig überwacht werden sollen, dass die so lange überwacht werden, bis sie wieder in normales Verhalten übergehen, nämlich nicht Masturbation. Damit ist die Überwachung im 18. Jahrhundert sehr, sehr ähnlich zu der unseren Überwachung. Wir haben noch einen weiteren Punkt. Wir haben auf der einen Seite staatliche Überwachung, wir haben private Überwachung von den zum Beispiel Internetfirmen. Und wir haben eine dritte Partei, und das sind wir. Und wir geben nun mal willentlich oder unwillentlich Daten frei. Und auch Masturbationen werden beobachtet von den Priestern, von den Doktoren und natürlich auch von deren Familie. So, jetzt lass uns über die Doktoren reden. Das sind die, die anfingen, gegen Masturbation vorzugehen. Viele andere Doktoren und vor allem in Deutschland und in Frankreich haben nun mal diese Paper veröffentlichen, dass das nicht nur schlecht war, sondern vor allem auch, dass es die alle möglichen Krankheiten genau dadurch entstehen und halt umgangen werden können, wenn wir nicht masturbieren. So, wenn du masturbiert hast, dann hat der Doktor gesagt, wirst du krank. Dein Körper wird schwach werden. Und deine Haut wird halt sowas tun. Diese Bilder zeigen die Langzeitfolgen von Masturbation. Selbst ein 16-Jähriger, der masturbiert, sieht nun total bescheuert aus. Für Doktoren war es die Verhinderung von Masturbation war halt etwas, was über gut oder schlecht entscheidet. Menschen, die masturbieren, müssen nun mal überwacht werden für deren eigene Gesundheit. Und die Doktors haben nun mal die Familie überzeugt, dass innerhalb der Familie selbst eine Überwachung entsteht, damit die Jungen eben sich nicht selbst anfassen. Es gibt Ratgeber und anderes von Jean-Baptiste de Bourges, einem französischen Doktor, die intimen Folgen von Masturbation, und der Untertitel sagt: Masturbation irritiert und desorientiert und tötet. Es wurde empfohlen, solche Korsette zu verwenden, wie diese, die ihr da rechts seht.
Und das solltet ihr eine ganze Woche tragen und dann solltet ihr es einmal abnehmen zum zu einmal waschen. Des Weiteren gibt es, dass man doch Kinder bitte kreuzartig ans Bett fesseln sollte, damit sie sich nicht anfassen können. Und natürlich sollen die Beine zusammen gemacht werden, damit das, man die Beine nicht auseinander bekommt. Das, was ihr rechts oben seht, ist eine moderne Version, die ich auf Google gefunden habe. Eine weitere Möglichkeit war es, nun mal die Hand des Jungen mit etwas anderem zu verbinden, was dann den Haushalt aufwecken würde, wenn er sie abends bewegt. Was also in den Familien und den Häusern, in den privaten Häusern passiert ist, ist, jeder hat den anderen überwacht. Und dann gibt es natürlich noch die Priester. Interessanterweise sind es nicht die Priester, die das Ganze begonnen haben, aber sie haben eine wichtige Rolle gespielt in diesem Fall. Im 18. Jahrhundert hat die katholische Kirche sein Fehlverhalten reformiert. To very specific infringement of sexual rules. For example, you should not commit adultery. You should not commit incest. You should not. Das sechste Gebot ging um sehr spezielle Grundlagen der Sexualität, dass man keinen Inzest betreiben soll und so weiter. Und dann gab es aber eine Reform, wo die Priester immer mehr Interesse gezeigt haben am Körper selbst. Es ging also nicht mehr so sehr um den Akt der Sexualität, sondern mehr um die Gefühle, die entstehen, wenn ein Fehlverhalten auftritt. Um ein Beispiel zu geben, die Priester haben gefragt, wie eine junge Frau in eine Birne gebissen hat. Hat das ein Gefühl, der ein befriedigendes Gefühl verursacht, das in die Birne zu beißen? Es ging also nicht mehr um den Sex an sich, sondern um es geht hier also nicht mehr um den sexuellen Akt selbst, sondern auch um das, um sexuelle Stimmung oder weiteres in diese Richtung. Es geht hier also nicht nur darum, dass es nun mal dass du einen Fehler machst, sondern es geht auch darum, was du denkst, welche Bilder in deinen Kopf kommen und welche Gedanken du hast. So really, it was a form of surveillance. There was a confession of all of one's acts and thoughts. Es war also, all dieser ganze Überwachung war also mehr eine Beichte von Gedanken und von verbotenen Gedanken. Wir können die Akteure des 18. Jahrhunderts austauschen durch die der heutigen Zeit und wir, die Sachen, die sie tun, bleibt eigentlich gleich. Die Informationen, die gesammelt wird von einer dritten Instanz gesammelt. Und zwar in den Netzwerken werden täglich die Gedanken und Gefühle im Internet gesammelt. Und das passiert durch die Leute, die das freiwillig im Internet, in sozialen Netzwerken teilen. Ich habe angefangen, euch zu erzählen, dass die Überwachung der Menschen, die masturbieren im 18. Jahrhundert und die heutige Überwachung überflüssig und ineffektiv sind. Was ich mit ineffektiv meinte, ist, dass die Überwachung im 18. Jahrhundert nie Masturbation verhindert hat, so wie heute Massenüberwachung noch nie einen Terroristen gestoppt hat.
Ihr habt wahrscheinlich mehr Daten darüber, über Massenüberwachung und Terrorismus. Die letzten Daten, die ich überprüft habe, waren von 2015, dass Massenüberwachung Massenüberwachung der NSA nie einen terroristischen Anschlag verhindert hat. Worüber ich mir sicher bin, ist, dass die Doktoren, die im 18. Jahrhundert eine Massenüberwachung von Masturbation gefordert haben, wussten, dass das nicht funktioniert. Sie haben selbst in Verträgen oder in Dokumenten festgehalten, dass das nicht funktioniert. Sie haben gesagt, dass die einzige Möglichkeit wäre, bei Männern Backpulver in die Blase zu einzuführen, und haben gesagt, das wäre tatsächlich nicht praktisch. Und obwohl sie wussten, dass das total ineffizient war, hat sie das nicht davon abgehalten, dieses Spiel zu spielen. Sie haben weiterhin den Kreuzzug gegen die Masturbation vorangetrieben. Die Frage ist, warum? Es gibt eine sehr einfache Antwort. Es ist, weil sie Geld gemacht haben mit den Patienten, die zu ihnen gekommen sind, mit der Krankheit der Masturbation. Aber es ist nicht nur das. Es gab auch eine Zeit der neuen Ökonomie zu dieser Zeit. They were simply acting, as Russell, Marcuse or Heisch argue. Sie haben einfach in dem Sinne, wie Russell, Marcuse und Reich argumentiert haben, im Sinne des Kapitalismus gehandelt. Es war die Geburt des Kapitalismus. Und mit der Geburt des Kapitalismus wurde der menschliche Körper ein Werkzeug der Performance. Lacare, ein Philosoph, sagt, geht dabei noch weiter, und er sagt, dass als Masturbation dass der Grund dafür, dass Masturbation ein so großer Skandal war, ist, dass Private immer Masturbation ist by definition the human activity that excludes the other or any type of commerce with other. Sexualität ist immer etwas, was bestimmte Menschen mit anderen verbindet. Und das ist etwas, was wir auch immer noch anwenden. It's in fact at the core of digital surveillance. Es ist immer noch etwas, das Herz der digitalen Überwachung. We don't even realize anymore, but we have applied market rationalities. Weil wir so tief in der digitalen Ökonomie sind, nehmen wir gar nicht mehr wahr, dass wir das alles so tief in uns verinnerlicht haben. Wir haben Privatsphäre als etwas aufgefasst, was gehandelt werden kann oder gekauft werden kann. Das zeigt große, im Vergleich große Überschneidungen in der Überwachung des 18. Jahrhunderts und der digitalen Überwachung heute. Es gibt einen Unterschied. Im 18. Jahrhundert waren Doktor und Priester sich einig, dass um geheilt zu werden oder um Vergebung zu bekommen, dass es eine Beichte notwendig war. Eine Beichte war gedacht als eine Befreiung der Seele. Die Person, die gebeichtet hat, wurde dadurch dazu gebracht, sehr stark über sich selbst nachzudenken und zu reflektieren und dadurch die eigenen Gedanken und die eigenen Gefühle zu überwachen. Diese Sache hat dazu geführt, dass zum gegenteiligen Effekt geführt, dass es Schuldgefühle ausgelöst hat. Speak for himself,
and create his own narrative of himself. Heute ist es anders. Heute geht es darum, dass die Personen selbst für sich sprechen. To search for something on the web using Google is not unlike confessing your desire to a mysterious power. Es wird gesagt, dass wenn wir heute auf Google etwas suchen, ist das nicht viel anders, als wenn man früher eine Frage an Gott gestellt hat. Es gibt einen Unterschied. Es ist nicht so sehr eine Beichte wie im ursprünglichen Sinn des Wortes. Wir geben alle unsere Sorgen in die Google-Suchzeile ein. Aber es ist nicht unsere Intention dabei, eine Beichte abzulegen, sondern es ist eigentlich unsere Intention, etwas zu suchen. Und der zweite Unterschied ist, dass wir dabei nicht kritisch darüber nachdenken, warum wir das suchen. Die meisten von uns sind uns dabei nicht im Klaren, dass wenn wir das tun, dass da eine mysteriöse Kraft dahinter steht, die unsere Beichten lesen könnte. Google hat dabei eine ähnliche Macht wie die Priester im 18. Jahrhundert und wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf uns. Aber wir als die Betroffenen haben dabei unsere inneren Probleme weitestgehend hinter uns gelassen, den inneren Konflikt der Beichte. Dieser Vergleich mit dem 18. Jahrhundert zeigt eine Sache und ist durchaus mehr als einfach nur ein wenig witzig oder eine nette Geschichte. Ich habe immer gefühlt, was es wirklich geht bei der Überwachung, Bulk data collection, mass data collection. What's really Massendatenspeicherung is the self. This very little black box that we all have inside ist and that you wir selbst, diese kleine schwarze Box in uns selbst. Wir sollten weiterhin frei sein, unberührt. That makes us worthy human beings. Das macht uns zu einem Menschen. Das ist das, was es geht bei der Überwachung, was wir verlieren könnten. Das Problem ist, dass ich dieses Argument nur sehr schlecht vorbringen kann. Mit verschiedenen Philosophen stimme ich überein, dass die Überwachung unsere Beziehung zu uns selbst verändert. Aber niemand weiß wirklich, was das Selbst an sich ist. Auf der anderen Seite, wenn wir über Masturbation reden, die Reaktion ist immediately, auch wenn wir nicht wissen, was genau das, was wir selbst sind oder was das Selbst ist. Für einige uns, schon wenn wir an Masturbation denken, fühlen wir uns angegriffen. Und Masturbation ist in dem Punkt ein gutes Beispiel. Nicht, weil es falsch ist, sondern schlicht und ergreifend, weil es ein kleiner Teil ist von der kleinen Blackbox in uns selbst. Danke sehr. Vielen Dank, Charlene. Wir haben noch ein paar Fragen für die Minuten. Are there any questions? Gibt es Fragen? Yes, we have one at microphone number one. Thank you very much for your talk. Danke für Ihren Talk. I want to make a short introduction. I'm Greek and
Eine kurze Einführung. Ich bin Grieche. Please keep your question short. We only have limited time. Malakas, that means masturbator, and it's a very common insult. Maybe it stems from my. Masturbation ist hier ein Vorwurf. Deswegen möchte ich fragen, was der geografische Zusammenhang ist zwischen von Ihrem Thema. With the Renaissance period and the confession, was the confession already a structure that was in place, or it was? War Masturbation schon, oder die Verfolgung von Masturbation schon zu Zeiten der Französischen Revolution etabliert? Der Rage gegen die Masturbation startete in England und bewegte sich dann nach Deutschland und dann nach Frankreich. Und das war am Anfang des 18. Jahrhunderts und endete Ende des 19. Wenn es zu den Katholiken kommt, das Interessante ist, dass beide, die medizinische und die katholische Verfolgung, zur gleichen Zeit passiert, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und die einzige Begründung dafür ist, dass sie beide den ökonomischen Vorteil gesehen haben. Das, was wirklich die Sachen geändert hat, ist das 16. Jahrhundert. Ungefähr 1542. Die christliche Kirche musste sich nach der Reformation neu erfinden. Und die Priester wurden wieder vereint und haben entschieden, ihre eigene Religion auszuführen. Und die erste Sache, die ihnen so eingefallen ist, war Sünde, Beichte. Sie haben dafür gesorgt, dass Beichte obligatorisch wurde. Und um herauszufinden, ob jemand ein guter Christ ist, reicht das nicht mehr ausgereicht, einfach die Leute zu fragen, hast du gesündigt? Sie mussten wissen, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Deswegen haben sie Beichte umgewandelt, nicht einfach nur in nicht deinen eigenen Sünden aussprechen, sondern dich, dein gesamtes Selbst aussprechen. Reflektiere auf dein gesamtes Leben. Du musst dich selbst analysieren. Und das war im Prinzip der Beginn einer ganzen Psychoanalyse. Eine Frage aus dem Internet. Glauben Sie, dass Selbstüberwachung normal wird, wenn das Government, die Regierung so weitermacht? Wenn Selbstüberwachung die Normalität bekommt und wenn wir uns selbst überwachen, dann müssen wir natürlich nicht mehr von der Regierung überwacht werden. Das ist wahrscheinlich eines der Hauptargumente von totalitären Regierungen, dass totale Regierungen eigentlich gar keine Macht ausüben müssen, weil die Menschen in dem totalitären System bereits die Macht auf sich selbst die Überwachung auf sich selbst ausüben. Vielen Dank. Eine weitere Frage. Wenn ich beichte und über meine Sünden erzähle, erzähle ich eine Geschichte über mich selbst. Und heute habe ich nicht meine eigene Geschichte, die ich erzähle, sondern die Geschichte, die Google über mich erzählt. Was ist davon der Effekt auf die innere Blackbox? Antwort: Ich versuche, auf ein gutes Beispiel zu finden.
Wenn ich einfach nur die Metadaten sammle, die über dich in den letzten 3 Tagen, wo du hingegangen bist mit GPS-Signal und deine Google-Suchen, jeder kann dich als eine verrückte Person, kann sich dich als eine verrückte Person vorstellen oder einen Kriminellen. Oder auch nicht. Oder wir können diese Daten in jeder Version interpretieren, die wir uns vorstellen können. Diese Metadaten, die wir haben, durch diese Metadaten gibt es diese Interpretation des anderen, also zum Beispiel von Google. Es gibt also nicht mehr so sehr deine eigene Aussage über deine Gedanken, weil es diese Daten eben quasi auf Papier gibt. Ich finde es extrem gewaltvoll, damit konfrontiert zu werden, mit dieser Doppelidentität, das für uns lauter spricht, als wir jemals für uns selbst sprechen können. Du kannst davon überzeugt werden, was in deiner Blackbox ist, oder du kannst auch total unsicher darüber sein, weil niemand darüber jemals sicher ist. Aber bisher hatten wir immer die Möglichkeit, das auszusprechen, was passiert ist, und unsere eigene Geschichte erzählen. Und diese Existenz von diesen Doppelgängern, unseren Doppelgängern aus Daten, macht es sehr kompliziert, weil es dadurch eben diesen Doppelgänger aus Daten gibt. Vielen Dank, das war es.